Weitere Lagemeldung, Mann, Autobahn, Massenkarambolage, RTW. 1 RTW 4 hat ein Treffen, Abteilung Rettungsdienst, Notärzte begleiten, Polytrauma ins Krankenhaus, SK1, Schockraumanmeldung für Uniklinikum Lüdenscheid. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir sind hier dabei, die Patienten abzutransportieren. Dein 6 RTW 1 steht immer noch auf der Autobahnauffahrt im Weg. Das wäre sehr nice, wenn er sich mal bewegen würde. Mach ich sofort. Von mir fahren nochmal einer heim. Dann der Bestatter ist leider auch eingetroffen. Mein Abi Rüst, der kann heim, den brauchen wir nicht mehr. Feuerwehr macht erstmal Aufsitzen Status 1. Wir packen auch zusammen. So, also Autobahn ist wie gesagt jetzt so, dass sie über die Abfahrt weg können. Da drei Streifenwagen da hinten läuft. Okay, der ist auch soweit. Alles klar. Gut, dann. Ich würde mir mit meinem RTW da den ersten schnappen, der an dem umgestürzten Auto liegt. Also, ich glaube, der wird schon aufgenommen, glaube ich. Ja, nee, doch nicht. Nee, noch nicht, aber nimm ruhig, ja. Ja, jetzt wird er aufgeladen. Ich nehme den letzten. Deine BFU ist da bei dem anderen Fahrzeugwerk. Ja, ja. Ganz vergessen, dass ich noch andere Einsätze habe. Ja, aber es ist ja nur die BFU, also. Ja, ja, es ist ja, noch nichts. Chillig. So, dann untersuch die einmal, genau. Gut, dann einmal Bestatter mit Sonderwegerechten in die Verbrennungsanlage. Und was haben wir hier noch? Noch ein Polytrauma und noch ein Polytrauma. Ich lade bei mir einmal gerade oben. Ja, hast du Doc schon bei dir im RTW 22 drin sitzen? Negativ, aber ich kann da glaube ich meinen DNF dazu stecken. Ja, dann mach das, dann kann dein 6 RTW 2 hebe ich da nochmal auf oder mach auch NEF-Begleitung. Ich kann meinen, also der 2 RTW 2, der fährt jetzt mit NEF-Begleitung. Der 2. lädt mal ein und dann kannst du dir aussuchen, wie du das machst. Ja, machen wir so. Dann beim TH3 wird jetzt gerade umgeladen von RTW in ITW. Dem geht es nämlich richtig beschützen. 1 LW 1-1, weitere Lagemeldung oder Einheitsabschlussmeldung Feuerwehr. Einheitsstelle der Pol übergeben. Letzte Patienten werden Notaufnahmen zugeführt. Wir sind wieder frei auf Funk. Ein RTW haben wir noch in Bereitstellung, theoretisch. Ja, wirklich. Die BFU beim TH3 kann heim. Da wird jetzt auch noch abgeschleppt. Der Einsatz ist fertig. Das verstanden. 6 RTW2 braucht NEF-Begleitung. Der 2 RTW2 fährt jetzt Schockraum. Ja, 6 RTW1, der hat bekommen. Der steigt ein. Ich parke mal die Abschlepper im abgesperrten Bereich, so da wird die Autobahn wieder free. Sechs RTW1 von dir, Jonita kann heim. Jo. Wenn du Zeit hast, park deine Abschlepper auch mal bitte da im Bereich. Ja, ich lasse sie direkt schon mal einen abschleppen. Ja. Ja, ich warte nur, bis deine Feuerwehr da weg ist, dann können wir uns da nicht so in die Quere. Gut, dann ein NEF, ein LNA, ein RTW noch vor Ort, aber alle Patienten befreit. Dann können die, glaube ich, auch alle heim. Ja, das glaube ich auch. Abteilung ja, Rettungsdienst verlässt Einheitsstelle. Auch wir übergeben Einheitsleitung der Polizei. Polizei beginnt mit Abschleppmaßnahmen. Also wenn du willst, kann deine Streife eigentlich schon heim. Meine hat abgesperrt. Dann warte ich jetzt einfach, bis das alles abgeschleppt wurde. Und mach danach die Autobahn wieder frei. Sehr gut, dann kann ich hinten nämlich meine Autobahnabfahrt wieder freigeben. Das sieht doch soweit gut aus. Jawohl.
Meine Vergiftung fährt auch. Dein Kollege will nicht heimfahren. Jetzt möchte er heim. Okay. Wieso ist da noch ein Blind-Ding von der... Da ist noch ein Feuerwehrauto, wird da angezeigt. Wo meinst du? Auf der Autobahn. Egal. Hast du noch einen Abschlepper frei für das letzte Auto? Ja, habe ich noch. Perfekt. Es hat halt so blöde gekracht da, wobei man noch vielleicht... Na, von mir ist jetzt schon einer auf Anfahrt. TH1, unklare Lage. Alles klar, ich fahre. Ja, das ist die Waffe. Kräfte 3. Reduziert, das passt. Dann, in der Wache 23 noch ein. Achso, nee. Dann Alex 2-3 übergibt Einheitsstelle an Bodo 3-1. Wir sind wieder verfügbar. Für uns einmal Folgeeinsatz, unklare Lage, Markt. Und für die Wache 3 geht's einmal mit Sonderwegerechten zum Markt, Unterstützerhalle, Wache 22. Jawohl. Hinten steht von mir ein RTW und Polstreife. Alles verstanden. Dann machen wir mal direkt... So, ich mache auf der Autobahn die linke Spur schon mal wieder free, weil da ist ja nichts mehr, da steht ja jetzt rechts. Gut, Primäralarmierung, Löschzug, 3 RTWs, NEF, LNA. Den Rest gucken wir uns vor Ort an. Ja, vielleicht noch einen Streifenwagen für. Ja, Streifen fährt von mir. Manpower, dann reicht das. Dann reicht das fürs Verkehrschaos. Brandstedt 3 LW1, erste Lagemeldung. Personen auf Markt festgestellt. Augenscheinlich keinen Rauch, keine giftigen Gase. Vermutlich Lebensmittelvergiftung, mehrere Personen. Erste Lagemeldung ergibt mindestens 3 Patienten, unklare Indikation. Indikation, meine Güte. Gut. So, Autobahn, linke Spur ist schon mal wieder frei. Ja. Kannst du mal mit einem Streifenwagen, der von dir schon da ist, einmal kurz gucken, was hier Sache ist? Nicht, dass ich hier gleich... Jawohl, wird gemacht. Komplett. Unter PA ziehe ich den einen schon mal weg. Ich gehe mal erkunden. Ja, vielleicht findest du schon was raus. Ja, sonst halte ich mit der Feuerwehr ein Stück zurück. Guck mir erstmal, die Marktstände sind irgendwie da verdächtig. Ich schaue mir erstmal die Stände an. Oh, was ist das denn? Ach, das ist mein LF. Ah. Gut, Gruppenführer einmal nach vorne. Dann Elena Nord einmal schon. Patienten angucken. Straftäter, wollen wir den so, denn? Wer ist denn hier Cheffe? Cheffe ist 3LW1. So, guten Tag. Also, da haben mehrere Leute gesagt, die haben alle an den beiden Ständen gegessen und sind danach jetzt alle im Reihern. Also, vermutlich irgendwelche Vergiftungen. Wir gucken uns das Ganze mal genauer an. Hast verstanden. Also, Lebensmittelvergiftung erstmal so. Vermutlich. Okay. Gut, Pol hat eintreffen, Nord. Wir machen einmal. Straße dicht. Links die ersten beiden Stände. Da können wir mal Abschleppern drum ziehen, dass da keiner mehr rangeht. Hast du verstanden? Der Diebstahl. Ich ziehe jetzt mal kurz. Wer macht den? Alle Leute, die gehen können, ziehe ich mal weg hier.
Gut, zwei Streifenwagen haben Verfolgung Diebstahl aufgenommen. So, ich ziehe erstmal alle Leute von dem Platz darunter. So, guck mal, sieht doch schon wieder viel geordneter aus. Gut, LNA bestätigt Verdacht, Lebensmittelvergiftung, erster Patient stabil, zweiter ebenfalls, der dritte ist noch kritisch. Eddie, gebrochenes Bein. 1 RTW 4 sowie 1-1 nehmen zwei Patienten auf. Ich fahre mit dem 6er RDW da hin zum gebrochenen Bein. Ist verstanden. Der Diebstahl wird einmal festgenommen. Autobahn wird wieder freigegeben. Ist auch verstanden. Diebstahl, Person wurde gestellt. Beim TH ist mein... Ja, der ist auf Achse, sehr gut. Du hast noch einen Zeugen, den du befragen musst. Den mache ja, ich schon. Ja, ist klar. Ich hab die erstmal alle weggezogen. Alles klar. Dein RTW, dein... 2RTW1 kann einmal aufnehmen. Dann sag doch nicht, dass ich den befragen muss, wenn du das schon machst. Ja. Nur die Ruhe. Gut, Kräftereduzierung, Feuerwehrrettungsdienst und Pol. BF wieder freier Funk. Keine Indikation von Löschzug. Mach mal Flatterband um die ersten beiden Städten, nicht dass da noch irgendwas passiert. Na, mach das. So, Diebstahlperson ist festgenommen. Straftäter wird der Anstalt zugeführt. Ja, immer diese Vergiftung hier, ich sag's. Brauchst du meinen RDW da hinten noch? Ja, der darf einmal einen Patienten aufnehmen, falls ich es nicht schon fünfmal gesagt haben sollte. Nee. Doch. Dein 2RDW1 kann Patient aufnehmen. Ja, macht der doch jetzt. Dein gebrochenes Bein ist vor Ort. Jawohl. Machst du eigentlich den Diebstahl? Der ist schon längst fertig. Okay, sehr gut. So, die Marktstände sind abgesperrt. Gut, Alex O3 übergibt Einheitsstelle Bodo. Nee, Alex. Hey, Alex 4-1. Ein Neff bleibt noch vor Ort, LNA fährt heim. Dann ist die Einheitsstelle dein. Ja, da müssen wir mal die Lebensmittelkontrolleure vorbeischicken, so wie die Fische da riechen. Ja, ja, deswegen ist erstmal abgesperrt und dann vielleicht, sollen die sich näher darum kümmern. Vielleicht wurde der Einheits von Verleinix gemeldet, der gegenüber vom Fischverkäufer ist, wenn du weißt, was ich nicht meine. Ja. Mit deinem immer vergammelten Fisch. Guti, das heißt, wir haben da auch ein Ende. Sehr schön. Ja, perfekt. Dann. No problemo. Sobald 2RW1 Feuerfreigabe gibt und das Triebwerk mit Jürgen zündet, dann ist 1NF2 auch auf Abflug. Jawohl. Sehr schön. Wir fahren sogar normal, nichts Triebwerkzündung, wir fahren normal ins Krankenhaus. Ach, ist ja langweilig. Ja. Und ein gebrochenes Bein geht nochmal kurz schwimmen. Mhm. Na komm, geht er schwimmen, geht er nicht schwimmen? Nee. Aber Schlittschuh fahren geht er auf jeden Fall nicht mehr. Nee. Sehr schön. Aber der zündet Triebwerk. Komm, der muss Triebwerk zünden jetzt, sonst bin ich enttäuscht. Ja, Triebwerk zünden. 3, 2, 1. Nein! Komm, warte, ich schieß, hol den mal aus dem RTW raus, ich schieß den an, dann muss der mit Triebwerk gebracht werden. Nein, warte mal, das können wir auch so machen. Nee, können wir nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall hier auch wieder gut Leben gerettet. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Wir hoffen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gebt dem Kanal und dem Video gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Würden wir uns drüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Reingehauen und ciao. Ciao.